Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Finanzmarktwelt präsentiert Ihnen den XTB Morgenticker. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Asiatische Aktien und Währungen, angeführt von Technologieunternehmen, erlebten eine Erholungsrallye. Der Anstieg breitete sich von Sydney bis Hongkong aus, wobei die Währungen der Schwellenländer vor allem durch den südkoreanischen Won und den japanischen Yen zulegten. Auch die Futures für die US-Aktienmärkte stiegen. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen stiegen an, was darauf hindeutet, dass die US-Notenbank Federal Reserve, Fed, weniger geneigt ist, die Geldpolitik zu verschärfen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell deutete bei seiner gestrigen Pressekonferenz ab 19.30 Uhr deutscher Zeit eine Pause an, um zu prüfen, ob weitere Maßnahmen gegen die Inflation in den USA erforderlich sind. Verschiedene Staatsanleihen erholten sich und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen um 20 Basispunkte. Die neuseeländischen Renditen führten den Rückgang an und auch die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen, trotz schwacher Nachfrage bei einem kürzlich erfolgten Anleiheverkauf. Jerome Powells weniger hawkische Haltung als erwartet führte gestern Abend in den USA zu einer Erholung bei Aktien und Anleihen. Der Markt geht nun davon aus, dass sich die Fed dem Ende ihrer Zinserhöhungen nähern könnte. Die Fed beließ den Leitzins unverändert bei einer Spanne von 5,25 bis 5,5% und damit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2001. Die Fed bezeichnete das Wirtschaftswachstum als stark und deutete eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos an. Der australische Handelsbilanzüberschuss fiel mit 6,786 Milliarden Dollar im September niedriger aus als vorhergesagt, wobei die Ausfuhren um 1% zurückgingen und die Einfuhren um 8% stiegen. Nach dem Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Washington D.C. planen die USA und China Konsultationen über Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung, maritime Angelegenheiten und andere Themen. Der wichtigste amerikanische Aktienindex S&P 500 schloss gestern 1,60% höher und bewegte sich auf die nächste Widerstandszone bei 4.300 Punkten zu. Der Indexkurs am 61,8% Fibonacci Retracement Level wurde verteidigt und die Erholung beschleunigte sich nach der gestrigen Fed-Entscheidung. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.